Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Freehold Boosten und zwar die Version 2.0. Jetzt fragt sich der ein oder andere, dann muss es auch eine Version 1 geben. Da wollte ich ursprünglich ein Video zu machen, hab's nicht gemacht, weil dann was genervt wurde. Und um was es sich jetzt genau handelt, will ich euch erzählen. Was ist prinzipiell Freehold Boosten? Man boostet einen Spieler, der quasi zwischen 110 und 120 ist, durch Freehold auf Max-Level. Heißt, es ist ein Level-Boost. Der Booster, das was ich jetzt gerade machen oder gleich machen werde, zieht den anderen quasi durch, dass der schnell EP kriegt. Ein Run bringt etwa 50 bis 60, 70% EP für den Spieler und wenn man schnell ist, schafft man es in 6 Minuten oder vielleicht sogar drunter. Heißt, das ist eine sehr effiziente Level-Methode. Man kann mit der Taktik quasi Leute innerhalb von unter 2 Stunden von 110 auf 120 basteln. Das ist so das Schnellste, was geht. Dafür kriegt man halt dann auch dementsprechende Gegenleistung. Warum sage ich jetzt 2.0? Und zwar hat man das am Anfang von BFA mit einem sogenannten Twink Boost Char machen können, auch Edeltwink genannt, je nachdem, welche Terminologie man benutzen möchte. Und das waren Chars, die hatten einen Levelstopp drin und hatten sehr, sehr gutes Gear an auf Level 110, was sehr gut skaliert ist. Da hat man teilweise BFA-Gear genommen, teilweise das Endgear aus Legion und das hat so gut skaliert, dass man damit alles auseinandergenommen hat und zwar im Millisekundenbereich. Ja gut, Millisekunden sind ja aber wirklich sehr, sehr schnell. Ein I-Beam mit so einem DH rein, alle Elite-Gegner waren tot. Ja. Das Problem ist, Blizzard hat das gefixt, indem sie es so gemacht haben, alle Chars, die Level-Boost, nicht Level-Boost, alle Chars, die EP-Stopp drin haben, also diesen EP-Stopp, dass man keine XP mehr auf dem Char kriegt, generieren auf allen anderen Gruppenmitglieder einen Debuff, dass die 99% weniger EP kriegen oder was 95%, auf jeden Fall ziemlich viel. Heißt, dadurch haben sie gewährleistet, dass diese OP-skalierten Chars nicht mehr quasi andere durchziehen können, um die Level zu boosten. Das hat Blizzard damit blockiert und dementsprechend ging das nicht mehr. Mittlerweile kann man das Ganze machen, weil die 120er Chars so gut skaliert sind mit dem neuen Gear, beziehungsweise wenn man relatives Max-Gear hat, wie jetzt zum Beispiel mein Char, in dem, was ich anhabe, habe ich jetzt 442, das geht natürlich höher, aber ich habe mir bestimmtes AE-Gear angelegt und dementsprechend kann ich das auch mit dem 120er Char machen. Ich mache das jetzt hier mit dem Druid-Tank, es geht mit vielen anderen Klassen auch, es geht mit allen Tank-Klassen soweit, oder mit vielen Tank-Klassen, mit dem DDHDD geht das auch, also da kann man schon mal einiges machen. Was habe ich jetzt hier für ein Gear an? Wichtig sind vielleicht ein paar Sachen, und zwar beim Druid-Tank sind die beiden Talente ganz gut, einmal gekrümmte Klaue und wildes Fleisch, das Fleisch reißen, genau die beiden, das sind die beiden AE-Talente. Und was noch von Vorteil ist, wenn man so Schilde mitnimmt. Hier habe ich den haltenden Schutz, hier habe ich nochmal einen haltenden Schutz. Es gibt auch noch hier dieses Absorbschild mit der Barkskin, das ist auch noch sehr gut. Also solche Sachen solltet ihr mitnehmen. Warum nehmen wir das mit? Und zwar, die ganzen Mobs, die wir hier zusammenziehen, hauen euch einen Heal-Absorb drauf und ihr heilt euch so gut wie nicht mehr. Das gilt aber nicht für Absorb-Effekte, die funktionieren weiterhin, deswegen sind diese Geschichten relativ gut. Was ich auch noch empfehlen kann, ist meisterliche Instinkte. Da kriegt ihr, wenn ihr eure Dings hier, Überlebensinstinkt zieht, quasi mehr Meisterschaft, beziehungsweise mehr Rüstung und mehr Meisterschaft erhöht euer Leben und dementsprechend mehr Leben ist gut für Anima des Todes, das macht nämlich prozentualer E-Schaden und wenn ich jetzt halt 600.000, 700.000 Life habe, dann macht es halt mehr, dann macht es halt 60.000 bis 70.000 Damage an jedem von diesen Mobs. Also, wir sind jetzt in Freehold Normal drin. Ich kann euch die Trades auch mal zeigen. Ich habe Anima als Main drin, Nullifikationsbarriere als erstes Second und den Schmelztiegel quasi als zweites Second. Soweit ist mein Setup. Trinkets habe ich einmal hier den Taschenrechner drin und dieses Tintending. Die sind aber nicht unbedingt notwendig. Besser wäre hier sogar das AE-Trinket. Warte, welches haben wir? Das hier oder wenn ihr defensiv geht, ein Trinket, was Absorb-Effekte macht. Das ist hier von Opulenz aus BOD oder es gibt hier auch andere, es gibt auch eine Absorb Trinket aus dem aktuellen Content. Ich habe gut genug Gear, dass ich jetzt nicht extra Absorb Trinket brauche. So, ich sage jetzt meinem Dude, dass es weitergehen kann und dann zeige ich euch mal, wie der Run funktioniert. Okay, er ist da, schreibe ich Thanks und dann zeige ich euch einfach, wie der Run geht. Also Gear habt ihr soweit gesehen, sonst bin ich halt auf Vielseitigkeit, Mastery, Tempo gegangen, ne? Das, was man halt so macht als Tank. So, wir starten jetzt quasi hier, beziehungsweise ich mache mal noch einen Timer an, dass ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt.
Wir starten hier quasi, Timer läuft jetzt, laufen einfach in die Mobs rein. Wie gesagt, ich bin im Normal Mode drin. Und ja, ich schätze schon mal, immer wenn man was vorführt, dann kennt ihr diesen berühmten Vorführeffekt, dann geht es in die Hose. Hier springe ich dann. Ich will immer nicht gucken, dass die, also ich will immer gucken, dass die Mobs mich möglichst wenig hauen. Hat den Hintergrund klar, ich will keinen Schaden kriegen, aber die hauen on slow auf mich drauf und dann ist das Ganze abgefuckt. Ich will nicht geslowt werden und ihr habt gesehen, da waren so Gifteffekte, die Gifteffekte verursachen weniger Heilung und so. Und ihr seht, ich laufe hier ein bisschen hin und her, dass die Mobs nah rankommen, denn die Mobs hier sind in der Instanz sind Bitches und zwar richtige. Wenn ich gerade durchlaufen würde, würden die mich hochporten, dann porten mich die unteren Mobs wieder hin und her. Ich lande in einem Port-Hole und ich werde die ganze Zeit hinterher geportet und sterbe einfach. Ja? Das ist hier... Ist ja ein bisschen komisch, sobald die dich nicht mehr richtig in Sicht haben oder du in einer anderen Ebene bist wie die Mobs, fangen die an rumzubitchen und dich durch die ganze Instanz supporten und verbuggt das Ganze und man disconnectet auch oft. Deswegen oben hin, herlaufen, solange bis die ganz nah an euch dran sind und dann erst runter. Kleiner Tipp am Rande. Normalerweise die Pulse, die ich jetzt mache, hat man früher auf 3 gemacht. Ich mache hier einen dicken Pulse. So, dann springe ich hier, tue gleichzeitig die Ratte hitten. Ich habe 2 Heal-Debuff-Dinger drauf, trotzdem die Heilung. Jetzt laufe ich hier rum. Aktiviere Inker quasi, aktiviere die Barkskin, dann habe ich nochmal das extra Schild drauf, seht ihr, ich bin noch bei 100% live, im Moment läuft noch alles gut, ich muss mich ständig bewegen, diese Kreise auf dem Boden sind Charges von den Mobs und wenn ich getroffen werde, werde ich gestunt und das wollen wir nicht. Heilung kriege ich so gut wie keine mehr, 80% weniger Heilung, 25% weniger Heilung, Heilung brauchen wir, können wir vergessen. So, jetzt gehe ich in die Mobs rein, ziehe meinen Anima und ihr seht, das hat geknallt. Ja. Anima hat geknallt, der eine Tastendrück hat jetzt 5,3 Millionen Schaden gemacht, habt ihr das gesehen. Jeder Mob kriegt quasi, oh fuck, ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Jeder Mob hat quasi von meinen 650.000 10% abgekriegt, also 65.000, ne? Und das ist schon ein Haufen. Eigentlich hätte ich vorher hier noch Überlebensinstinkt ziehen müssen. Dann kriege ich erstmal 50% weniger Schaden. Und zusätzlich, neben diesen 50% weniger Schaden, die ich kriege, habe ich, weil ich ja diesen Trade drin habe, dass ich dann mehr Rüstung und Mastery kriege, auch mehr Life, weil die Mastery erhöht meinen absoluten Life-Pool. Deswegen ziehe ich hier meine Wall, teilweise natürlich auch defensiv, aber hauptsächlich auch offensiv. Mit Mastery habe ich mehr Life und mit mehr Life mache ich mit dem Anima-Ding mehr Schaden. Das ist der Hintergrund, ne? Deswegen habe ich das auch mitgeskillt. Die Arzerit-Pieces, die ich habe, die sind ziemlich perfekt. Ich habe nämlich dreimal... Hier mache ich jetzt einmal das Orientieren. Also den Weg, den ich jetzt hier laufe, den habe ich mir mühsam zusammen gewiped. Klingt jetzt zu dramatisch, aber rausgesucht, weil ihr seht das gleich, diese Mobs hier, die ziehen einen alle ran und man muss halt eigentlich ständig gucken, dass man die richtig LOS, dass man sie alle zusammenbekommt. Sonst, wenn ihr das hier am Anfang macht und falsch lauft, dann werdet ihr ständig ins Nirvana gezogen, ihr könnt die Mobs nicht richtig erehen, das ist ziemlich kacke, ja. Deswegen, da hinten rumlaufen, wo ich rumgelaufen bin. Und wenn ihr das hier mit einem Druid-Tank macht, diese Mobs hier müsst ihr Master ziehen. Da haue ich mein Desorientieren raus, sonst ziehen sie euch zurück und dann ziehen euch die Mobs, dann ziehen euch die Mobs, dann ziehen euch alle im Kreis rum und ihr macht gar nichts mehr, ja? Und ihr seid dann nur noch im Rumgeziehe. Deswegen müsst ihr am Anfang beim Zusammenziehen wirklich richtig gut laufen. Ihr seht, ich habe jetzt alle hier hinten zusammengekriegt. Wenn ihr das die ersten paar Male macht, dann werdet ihr wahrscheinlich hier mitten im Platz 10.000 Mal hin und her gezogen und das ist ein bisschen kacke. So, jetzt haben wir wieder Anima rein. Diesmal haben wir auch das ab hier mit, ihr seht, das sind 800 Meisterschaft und 800 Meisterschaft machen tatsächlich schon ganz gut was aus, weil mein Max Life dann um ein gutes Stück erhöht ist. So, die Mobs haben wir jetzt auch weggebatscht und ihr seht, wir sind erst bei 4 Minuten. Wir wollen gucken, dass wir nicht unter 6 Minuten kommen. Jetzt würde man natürlich sagen, umso schneller, umso besser. Aber es gibt einen Instanz-Lockout. Und zwar, man kann mit einem Char eine Instanz in der Stunde nur 10 Mal laufen. Ne? 60 geteilt durch 10. Ich denke mal, diese Grundschulmathematik kriegt jeder noch von euch hin. Sind halt quasi 10 Runs die Stunde. Wenn ihr schneller seid, dann seid ihr irgendwann, steht ihr vor der Instanz und dann steht halt dran, ja, ihr könnt nicht mehr Instanzen betreten. Ihr müsst halt warten. Und warten wollt ihr halt nicht. Deswegen müsst ihr so viel in der Instanz spielen, dass ihr halt etwa so auf die 6 Minuten hinkommt. Ja? Klar, wenn ihr jetzt noch krass schneller seid und alle Mobs in der Instanz tot sind, dann ist es halt so. Ne? Wenn ihr langsamer seid, müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass ihr schneller unterwegs seid. Jetzt ist es so, ich brauche als Tank Single Target gegen den Boss relativ lang. Wir wollen aber den Boss dennoch töten.
Weil am Ende dann hier ein Mob steht, der euch rausportet. Der Boss an sich bringt nicht sonderlich viel EP. Also den könnt ihr tatsächlich echt vergessen. Ja? Und hier oben sind auch nicht viele Mobs. Sagen wir mal, ihr seid jetzt ziemlich beschissen equipped. Dann macht ihr nur diese zwei großen Pulls und lauft dann quasi raus, auch mit eurem Booster, oder lasst euch da irgendwo sterben. Da kann man theoretisch den einen Boss da pullen, der hier unten noch steht, sich sterben lassen, ist am Anfang der Instanz, resettet das Ganze und fertig. Da ich aber relativ schnell bin, kann ich halt den Boss noch mitnehmen, die Mobs hier oben noch mitnehmen und ja, macht es quasi so. Jetzt habe ich hier, ihr seht, jetzt setze ich das einzige Mal meinen Taschenrechner ein, dass ich hier 200-300k Single-Target-Damage draufhau. Theoretisch ist es ein bisschen gewastet. Man hat 90% der E-Damage und das ist ein reines Single-Target-Trinket, wenn man es mit diesem Taschenrechner-Ding spielt. Also, wie gesagt, könnt ihr da auch andere Trinkets nehmen. So, ihr seht, ich hau den jetzt gerade um und jetzt kommt dieser Hans Wurst hier. Ich kann mich quasi rausporten, bin bei knappen 6 Minuten, lauf raus, resette das Ding, geh wieder rein. Das war jetzt ein okayer Run, ne? Es geht, wie gesagt, noch schneller, also dass man das in vielleicht, ja, in 5 Minuten schafft. Gibt auch Leute, die es noch schneller schaffen, aber wie gesagt, es bringt dann nicht mehr. Und jetzt läuft das Ganze halt von vorne, es ist halt resettet und ihr lauft halt hier wieder durch. Was bringt das Ganze jetzt goldtechnisch? Das ist natürlich immer von Server abhängig, was ihr nehmt. Ne? Müsst ihr vielleicht auch mit eurem Anführungszeichen Kunden ausmachen oder ihr macht das halt auch für Freunde. Ne? Ich nehme hier für ein Level 20.000 Gold. Ja? Und wie gesagt, ein Level bringt etwa 50-60% EP, je nachdem, wie die Grundvoraussetzungen bei der Person sind, die quasi geboostet wird. Heißt, umso mehr Account Gear sie hat, also das gibt ja dieses Account Gear, was man sich jetzt in EF kaufen kann, oder ich glaube als Hortler in Undercity, oder? Oder in Okrima, keine Ahnung genau, wo dann 5% mehr EP bringt, 10% mehr EP, ne? Und dann gibt es halt, die meisten Leute haben halt die Grundsachen mit 50%, es gibt aber halt, oder mit 45%, dann gibt es aber noch zwei Ringe, dann gibt es nochmal hier diesen Destillat der 10 Länder, was man sich holen kann, wo man nochmal 10% kriegt. Ah, schau mal, er hat das sogar gemacht, was ich ihm gesagt habe. Es ist gerade Schlotternachts-Event. Und beim Schlotternachts-Event gibt es halt auch nochmal 10%. Dunkelmond, Jammer bringt 10% plus. Dann gibt es diese Invasionen in diese Invasionen hier in BFA, die auch nochmal 10%. Also man kann da einiges stacken. Und was man auch stacken kann, weil das hier alles Kills sind, es gibt so Flaggen von der Gilde, die man aufstellen kann. Diese Gildenflaggen, die bringen 15%. Wenn man dieses ganze Zeug stacken kann, dann hat man wahrscheinlich 70-80% EP in einem Run. Und dann ist es natürlich so, wenn ihr Erholzeit kriegt, ihr genau das Doppelte. Also wenn ihr Erholzeit alles stackt, dann kriegt ihr wahrscheinlich 1,5 Level oder kriegt ihr ja, sogar 1,5 Level in einem Run, also in 6 Minuten, dann geht's richtig rund. Aber das hängt halt immer von der Person ab, wie viel sie so an so EP-Sachen stackt, ne? Ihr müsst hier auch ein bisschen aufpassen. Es passiert auch ab und an, dass man es halt verkackt, dann stirbt man halt hier, da verliert man halt ein bisschen Zeit, ne? Und vor allem blöd ist das halt immer, wenn der Kunde dann sich solche Buffs geholt hat, wie jetzt zum Beispiel den von Schlotternacht, die beim Sterben weg sind und der zu nah dran ist, das ist immer ungünstig, ja, deswegen will man nicht sterben, da verliert man dann halt Zeit und der Kunde eventuell auch einen Buff oder den Freund, den ihr jetzt sieht, je nachdem, wie er das halt macht, ne, also da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen. Ja, das ist es soweit, wie gesagt, soweit ich weiß, können es einige Tankklassen machen, DH, es können sicher auch andere Klassen machen, ihr solltet hier aber, wenn ihr das effizient machen wollt, solltet ihr relativ gutes Gear haben und halt auf HE ausgelegt sein. Und vor allem eure Klasse sollte nicht sehr von Heilung abhängig sein, denn ihr habt gesehen, es sind X-Debuffs, die Gegner geben. Also einer, der mit 80%, dann hast du teilweise 5-6 Mal 25% weniger Heilung. Also da geht so gut wie nichts mehr durch. Ja? Also wenn euer Char quasi extrem von Heilung abhängig ist, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie es beim DK-Tank jetzt aussieht, dann solltet ihr vielleicht... Seht ihr, jetzt war ich einen Ticken zu langsam und jetzt werden sie mich hier vergewaltigen in der Dings. Jetzt versuche ich mal hier rauszuchargen. Es war jetzt ganz gut, dass es mal nicht geklappt hat. Die fangen nämlich dann alle an, einen zu grabben. Und hier so Open Field ist mal immer so ein bisschen, ja, schau, jetzt werde ich wieder zurückgegrabbt und wieder zurückgegrabbt. Ich habe gut genuges Gear, dass das mich jetzt nicht umbringt, ja. Aber es slowt mich extrem, dann grabben sie wieder zurück in den Stun rein, wieder in den Stun rein. Und bis du dann hier um die Ecke rumkommst, dass du alle, vor allem diese Caster... Habt ihr gesehen, ich wurde wieder ein Stück und wieder ein Stück, wieder in den Stun reingegrabt. Also wenn ihr das ein bisschen verkackt, dann ist das hier schon echt eklig. Und jetzt ich als Tank, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja? Aber wenn
ihr als DD die schnell zusammenziehen müsst und die ganz, ganz schnell killt, weil ihr halt einfach nicht so viel aushaltet, dann ist das halt so gut wie das Todesurteil, ne? Wenn die euch einmal falsch grabben, weil ihr dann immer wieder zurückgegrabt werdet, immer wieder in den Stun reingegrabt werdet und dann war es das halt. Deswegen sind diese Routen schon recht wichtig, dass die einigermaßen gut laufen. Genau, jetzt können wir hier nochmal Anima reinhauen. Buff habe ich laufen, den seht mit dem Anima, da haue ich extrem Schaden raus. Deswegen, wenn ihr Tank seid, skillt den Anima. Als DD werdet ihr wahrscheinlich diesen Laser da skillen. Ich weiß es nicht genau, wie er heißt. Dass ihr die einfach weglasern könnt. Genau. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen damit weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schaut gerne in meinem Kanal vorbei. Könnt mich gerne abonnieren. Im Moment bin ich ja so ein bisschen in diesen Gold-Richtung unterwegs und teste ein paar Sachen aus. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Methode. Und ja, macht mir keine Konkurrenz auf Antonidas. Das ist meine Hut. Okay, das war's, Altila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.